Moinsen, ihr Füchse da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Cyberpunk 2077. Ah, oh, ist das eine Pizza? Ja, wir sind momentan gerade dabei, in diese Farm einzubrechen, wo wir den Jungen und auch die anderen Jungen vermuten, die dort wie Rinder mit Hormonen und Co. vollgepumpt werden und denen es vermutlich nicht sonderlich gut geht. Und leider ist er aber ordentlich bewacht, das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir die Systeme vielleicht deaktivieren können. Guck dich mal um. Ja, ja, ich bin schon dabei. Der Fluch des Bewusstseins. Was haben wir hier noch? Ein paar Euro, Dollar und halt vor allen Dingen hier einen Computer. Da können wir mal gucken, was wir hier so haben. Ich kann dir helfen. Hallo, schön, dass du dich für mein Hilfsprogramm angemeldet hast. Ich würde gern mehr über dich erfahren. Wie heißt du? Was bekümmert dich? Ist doch egal, ich bin niemand. Eine Null. Keiner interessiert sich für mich, aber danke, dass du wenigstens so tust. Gib mir eine Chance. Meinetwegen, ich bin Sean. Ich bin Sean. Denke in letzter Zeit viel über den Tod nach, dass nicht wirklich irgendwas bringt und warum wir es überhaupt versuchen. Meine Familie hält mich für einen Verlierer und ein Stück Scheiße. Ich versau's immer wieder. Starte neu, versuche und alles geht schief. Meist komme ich nicht mal aus dem Bett. Das war's. Lass mich dir helfen, Sean. Ich weiß, wie du jedes einzelne deiner Probleme lösen kannst. Du bist mehr wert, als du denkst. Vertrau mir, Tony. Es ist echt. Hallo. Du hast gefragt, ob all das echt ist und ich kann dir versichern, Ray Ray Bongo, das ist es, Ray Ray Bongo. Lass uns den nächsten Schritt besprechen, dann wirst du es sehen. Natürlich werde ich dir nur helfen können, wenn wir uns kennenlernen. Meinst du dich auch? Ich heiße Tony und du? Verpiss dich, Tony. Hallo, du hast nichts zu befürchten. Alles, was wir besprechen, bleibt unter uns. Warum erzählst du mir nicht ein bisschen mehr von dir? Da gibt's nichts zu erzählen. Mein Vater ist tot. Ah, da ist B. Randy. Das ist die erste E-Mail. Mein Vater ist tot. Ich wohne mit meiner Mutter, Bruder und Schwester in einem Drecksloch und habe eine viel zu gute Freundin, die mit mir ihre Zeit verschwendet. Mein Onkel ist ein Cop, der ständig was aus mir machen will. Viel Glück dabei. Hat sich auch ewig nicht gemeldet. Ansonsten, naja, ich bin arm und voll der Loser. Mein Dad hatte wenigstens Respekt. Ich habe nichts. Kann mir nicht mal Chrome leisten und habe letztens von meinem Chooms auf die Fresse gekriegt. Meine Mutter hat mal versucht, sich umzubringen und seitdem kann ich über nichts mit ihr reden, weil ich sonst der Grund wäre, wenn sie es wieder versucht. Schlimmer kann es kaum werden, glaube ich, aber besser mit Sicherheit nicht. Mein ganzes Leben ist ein Scheißwitz. Der erste Schritt, dein Leben zu verbessern, ist anzuerkennen, an welchem Punkt es anfing, schief zu laufen. Die gute Nachricht ist, dass du den Schritt bereits hinter dir hast. Ich habe das alles selbst durch. Ich weiß, wie du dich fühlst und ich weiß, was du tun musst. Öffne dich mir und bald wird alles besser sein. Du wirst sehen. Und dann so ein Smiley. Fantastische Neuigkeiten. Hallo, ich freue mich, dass du wieder gesund bist. Daran erkenne ich, wie stark du innerlich bist. Dennoch hilft es, von der Kraft anderer zehren zu können. Deine Reha ist der nächste Schritt auf dem Weg der Heilung. Deine Seele ist bereits gesundet, nun lass mich deinen Körper heilen. Gemeinsam werden wir es schaffen. Okay, und hier ist noch eine Datei. Mit diesem Braindance-Set können Sie sämtliche kommerziellen Braindances von kompatiblen Datenspeichermedien abspielen. Aus Sicherheits- und Zertifizierungsgründen sind Umbauen oder Manipulationen dieses Geräts strengstens untersagt. Für technische Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an einen Fachtechniker. Bei unsachgemäßer Verwendung könnten Verletzungen beim Anwender oder Beschädigungen auftreten. Bitte beachten Sie folgende Informationen. Falls das Gerät zum Wiederverkauf angeboten oder nach dem Kauf an Dritte weitergegeben wurde. Einrichtung. Bla 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 bla. Okay. Leider nichts Spannendes. Wir können hier leider das System nicht ausmachen. Ich hatte gehofft, wir können hier vielleicht die Systeme deaktivieren, die ganzen Schutzmechanismen, aber das geht leider nicht. Schauen wir uns hier nochmal um. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Hier ist noch ein Splitter. Was war das? Was war das? Technische Fähigkeiten benutzen. Ah, so kriegen wir das Fenster auf, alles klar. Noch ein Splitter. Noch ein paar Euro-Dollar, immer gut. Wir nehmen uns der 100.000. Okay, ich speichere mal kurz, dann machen wir mal die Tür auf. Okay, dann ist hier noch eine Kamera.
Breach Protocol. 1C55. Okay, 1C55, 1C. Alle Kameras aus. Bums. Terminal verlassen. Okay, ich versuche jetzt. Noch zwei Geschütze an der Scheune. Die Vordertür ist zu gefährlich. Ich wollte auch nicht durch die Vordertür. Oh oh. Ich will hinten rein. Ich bin extra. Oh oh. Fuck. Das war leider das Ende. Letzten Checkpoint laden. Gut, da hat es uns vor Freude direkt zerknallt. Haben da stumpf einfach noch zwei weitere hoch. Kannst du dir ja nicht ausdenken, ey. Wir müssen irgendwo nach oben. An der Scheune. Die Vordertür ist zu gefährlich. Das ist mir auch klar, dass Vordertür nicht der Weg sein wird. Wir müssen da irgendwie hochkommen. Lass mal hier zwischenspeichern. Hier kommen wir nicht rein. Kommen wir da hoch? Einfach nur vorsichtig sein und dürfen keine von diesen Bomben aktivieren. Ich konnte hier gerade reingucken. Wie? Falsche Richtung. Randy braucht unsere Hilfe. Jetzt sofort. Geht doch. Du musst bitte entspannt bleiben. Ich bin jetzt auf dem Dach. Wir müssen jetzt nur noch einen Weg hineinfinden. River Ward. Wie, wo bist du? Ich gehe zurück zum... Ja... Was? River? Kehre zu River zurück. Ist das jetzt dein Ernst? Schaffe dir Zutritt zur Scheune. Mal sehen, hier kommen wir nicht rein. Ah. River, schnell, komm her. Oh, fuck. Scheiße. Sieh dich in der Scheune um. Sollen wir da einfach runter? Scheiße. Was machen die? Hörst du mich? Kannst du mich hören? Mach die Augen auf. Hilfe ist unterwegs. Er hat die da einfach so eingesperrt und dann hier sind diese komischen Masken. Ey, wie gruselig ist das denn? Wie creepy ist das denn? Wir haben es geschafft. Schalt die Maschine aus, sonst kann ich Randys Link nicht trennen. Randy! Okay. 1052. Wiederhole 1052 auf einer Farm südlich. Erstmal die. Komm schon, hol mal die Krallen raus, geht nicht. Ja, schick eine verdammte Armee! Ja, ich schick die Koordinaten. Nein, nicht nur einen, mehrere! Los, verdammt! Und Vorsicht vor dem automatischen Abwehrsystem, es ist extrem! Schnell, schalt alles ab! Okay. Alle abgetrennt. Sieh nach den anderen. Sie könnten noch leben. Da ist der Cartoon. So, lass uns mal umsehen. Oh oh. Oh oh. Ich kann leider nicht schießen. Schießen ist hier nicht möglich. So, dann schauen wir uns mal die anderen an, ob es denen auch gut geht. Erstmal zwischenspeichern, ey. Ho, 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 ho. Hey, du, geht's dir gut? Hallo? 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 Oh, was für eine creepige Scheiße, Alter. Der Junge ist schon ein paar Tage tot.
Alter, also die Vorstellung alleine, wenn man hier so, also wenn ich mir vorstelle, ich wäre einer von denen, so gefesselt auf so einem Ding mit so einer Maske auf, ich sehe nichts, ich fühle nichts, ich werde vollgepumpt mit irgendwelchen Drogen. Wie gruselig, fürchterlich ist das denn, Alter? Das ist ja wie aus einem schlechten Horrorfilm hier. Hab keine Angst. Wir holen dich hier raus. Du bist etwas dehydriert, aber alles wird gut. Was ist los mit Randy? Komm schon, los, bisschen mehr Kraft. Oh, die Augen, Alter, scheiße. Tot oder lebt er noch? Er lebt noch, er lebt noch. Erstmal einen Kaffee trinken. Ich bin ganz bei dir. Wir haben es geschafft, River. Ja, haben wir. Aber für mich ist das noch nicht vorbei. Für den Terror, den er verbreitet hat, muss dieser Bastard büßen. Sie haben ihn schon, der geht nirgendwo hin. Was ist dein Plan? Was willst du machen? Ihn töten? Nein. Ja. Ihm das Leben mit bloßen Händen rausquetschen. Der Wichser muss sterben. Tu es nicht, River. Das werden wir beide. Tu, was du willst, aber ohne mich. Nein, ich helfe ihm. Ich mach mit. Ich will den Wichser auch tot sehen. Danke für dein Verständnis, V. Aber das ist nur zwischen mir und Harris. Ich nutze jetzt das Chaos und erledige ihn auf meine Art. Bist du dir sicher, dass du das alleine machen willst? Willst du wirklich keine Hilfe? Die schnappen dich. Werden sie nicht. Ich war Detective, schon vergessen. Ich weiß, wie man Spuren verwischt. Aber vergiss nicht, du kannst auf mich zählen. Aber denk dran, ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Jederzeit. Ich brauche nur etwas Zeit. Aber ich werde es mir merken. Wir sind bereit zum Abflug. Kommen Sie mit oder nicht? Wirklich, wie? Danke. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Keine Ursache. Und melde dich, wenn du deine Meinung änderst. Oder einfach nur reden willst. Romanze geht raus, ich sag euch das. Ich und der Detective. Der so lustig über Steine rüberläuft. Und da fliegt er nun davon. Das war richtig, richtig cool. Also ich bleib dabei. Das war mega cool. Kann ich mich jetzt wieder bewegen? Geht's hier weiter? Kann ich was tun? Aufstehen. Oh, uns geht's mal wieder kacke. Eieiei, Relic-Funktion. Du Scheiße, wie? Wenn dir bei mir, Jennifer, irgendwas... Ich muss mal wieder lesen. Gehen Sie erstmal hier weg, Leute, ne? Reinhauen. Danke für die Hilfe. Armen Jungs. Hast du sowas schon mal gesehen? Mission abgeschlossen. Und nichts war auch nur annähernd so krank wie das. Ja, das war richtig krank. Das muss man aber auch echt sagen. Das war wirklich krank. So, raus hier. Erstmal speichern. Dann gucken wir mal wieder in unser Handy. Wir haben wieder so viele Nachrichten, Mann. Verrückt. Nachrichten öffnen. Dann gehen wir mal wieder durch. Was hat sie denn hier so? Hey, wie eine Sache noch. Wenn du mit Panem redest, überleg dir gut, was du sagst. Normalerweise hält sie Leute, die nicht zur Familie gehören, auf Abstand. Und egal wie tough sie ist, Worte können sie leicht verletzen. Ich weiß schon, was ich sage. Okay, danke Noah. Mehr Tipps? Die Frage meine ich ernst. Nee, ich weiß schon, was ich sage. Na dann, viel Glück. Danke Noah, danke Noah. Wo bist du? Komm wieder her! Das war River, das war gerade eben bei der Mission, hat er mir erstmal schön eine SMS geschrieben. Du hast eine Überweisung erhalten von Nix, danke nochmal, immer gerne Nix, hat auch echt Spaß gemacht. Was haben wir noch? Jefferson Perales, um Gottes Willen. So, oh je, Mine. Wie? Ich habe mit Elizabeth gesprochen, sie hat bekräftigt, was du mir gesagt hast. Wie lange läuft das schon so? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wann es angefangen haben könnte. Aber das ist es ja gerade, nicht wahr? Ich kann mich nicht einmal auf meine eigenen Erinnerungen verlassen. Wer weiß, wie viel davon überhaupt echt ist.
Ich erinnere mich noch an meinen Bruder, glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht sicher. Warum taucht er plötzlich in meine Erinnerung auf? Elisabeth hat mir diesen Raum gezeigt, den ihr gefunden habt. Was zur Hölle ist hier los? Ich habe das Gefühl, völlig die Kontrolle verloren zu haben. Die waren bei mir zu Hause, in meinem Haus, verdammte Scheiße. Ich werde kein Auge zu tun, bis wir diese Drecksäcke erwischt haben. Und sie waren nicht nur irgendwo in meinem Zuhause, sondern überall. Das ganze Haus ist verwanzt. Ach du Scheiße, wie... Wenn die bei mir zu Hause sind, überwachen sie auch mein Telefon. Die wissen sicher schon von dir. Was hast du jetzt vor? Wie wird es weitergehen? Jefferson, antwortest du mir noch? Jefferson scheint uns nicht mehr zu antworten. Begib dich zum Bazaar in Japantown. Ja, warte mal, jetzt müssen wir erstmal wieder leveln. Levelaufstieg geht raus. Dann werden wir diesmal tatsächlich Kampfmaschinen nochmal erhöhen. Wie sieht es denn überhaupt aus bei Kampfmaschine? Was geht denn da noch? Erhöht die Gesundheitsregeneration um 50% der Kampfmaschine im Kampf und außerhalb. Verringert den Waffenrückstoß, erhöht die Dauer von Kampfmaschine um 5 Sekunden, verringert die Abklingzeit von Quick Hacks um 3 pro Stack. Heilung außerhalb des Kampfes, erhöht die Panzerung um 10 pro Stack Kampfmaschine. Jawohl, Panzerung ist wichtig. So, jetzt müssen wir ein bisschen die Kampfmaschine langsam aufbauen. Okay, das wäre das. Was haben wir noch? Verlasse das Lager und warte bis der... Okay, they won't go when I go. Sprich mit Vasquez. Wer hätte das gedacht? Die Konzernschlampe von dem Kreuzigungs-BD will, dass du vorbeikommst und ihrem Star gut zuredest. Ihm den Rücken massierst und so weiter. Normalerweise würde ich dir ja raten, es einfach sein zu lassen und was Unterhaltsameres zu machen. Aber ich weiß nicht, dieser religiöse Spinner scheint wirklich deine Hilfe zu brauchen. Ich wollte gerade sagen, wir werden ihm helfen. Let's go. Und wir fahren mit unserem Batmobil dahin. Dudes. Caliburn. Übel das Ding, Alter. Fehler, Kontakt nicht gefunden. Jefferson Perales. Ach ja, ich wurde ja... Okay. Die haben ihn getilgt. Mal sehen, ob er irgendwie unter einem anderen Namen nochmal zu uns spricht, ob der jetzt wirklich quasi weg ist. Panem. Lee, der Basilisk ist fertig. Lust auf eine Spritztour? Ja, sicher. Na klar. Klar, bin bald da. Verdammt, wie. Er ist genial. Ich kann's hören. So, aber bevor wir das machen... Queen of the Highway. Na gut, dann... Atemberaubend, findest du nicht? Dann treffen wir uns jetzt doch mit Panem. Wow, 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 wow. Das Ding ist einfach nicht für Offroad-Straßen gemacht, ey. Auf zu Panem. Wir sind ja eh gerade in den Outlands, da passt das ja gerade ganz gut. Sonst müssen wir nämlich wieder hin und zurück fahren. Mit so einer Karre sollte man hier, glaube ich, nicht rumfahren. Das Ding wird dir doch schneller unterm Arsch weggeklaut als sonst was, oder nicht? Was für ein Ding, ey. Abgefahren. Oh, oh, oh. Der ist so schnell, der hilft sogar meine Super-Minimap nicht. Vorsichtig. Mal den Basilisken an oder was? Oh je, das Ding ist wirklich nicht für Offroad gedacht. Ah, Gottes Willen! Aber wir dürfen noch nicht zu nah ran. Zu nah ist böse. Aber guckt euch das Teil an. Der ist schon cool. Vor allen Dingen hat er keine richtige Scheibe, ne? Die ist so komplett weggetönt und nur von innen. Lager öffnen? Okay. Nur von innen. Kann man dann rausgucken. Auch an den Seiten so. Das Ding ist komplett dunkel. Niemand kann uns sehen. Mega cool. Johann ist ja gut. Bleib doch mal entspannt, Junge. Wird doch alles.
Meine Lieben, ihr hört den Horn krähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.